Also als allererstes erstmal, willkommen hier auf dem Huawei-Stand. Wie Sie sehen, ist jetzt gerade sehr viel los, sehr viel Interesse. Viele Leute, die sich über die Huawei-Produkte jetzt gerade informieren möchten. Es gibt nämlich ein paar Neuigkeiten in der Huawei-Welt von den Wechselrichtern. Ich weiß ja nicht, was Sie schon wissen, was Sie nicht wissen. Ja? Also werde ich ganz von Anfang anfangen. Huawei ist seit 2015 Weltmarktführer, so wird es gesagt, in Wechselrichterproduktion. Damals war SMA noch Führer und ja, ab 2015 hat dann eben Huawei die Führerschaft übernommen. Zu diesem Zeitpunkt waren die Produkte, die Huawei in seinem Portfolio hatte, hauptsächlich an den Commercial- und Industrial-Markt orientiert. Das waren also dreiphasige Wechselrichter. Inzwischen hat sich diese Produktpalette wesentlich erweitert. Ich werde jetzt mal versuchen, hier von diesem ganzen Lärm ein bisschen mich zu entfernen und werde jetzt rübergehen zu diesen Neuigkeiten. Manche letzten Jahres schon sind erschienen. Das sind die Produkte, die einphasigen Produkte für den Residential-Bereich. Und wir gehen jetzt mal kurz rüber, dann können wir die uns mal im Detail anschauen. Wir sehen hier die ersten Hybrid-Inverter, die Huawei schon letzten Jahr auf den Markt brachte. Hybrid-Inverter bedeutet hier, dass es Wechselrichter sind, die auch mit Speichersystemen arbeiten können. Ganz konkret sind das einphasige Wechselrichter in Deutschland in den Leistungsklassen bis zu 4,6 Kilowatt. Und sie arbeiten zusammen mit den LG-Batterien, 7 bis 10 Kilowattstunden Kapazität. Es sind Hochvolt-Batterien, es sind also nicht die Standard 24, 48 Volt, diese arbeiten mit 400 Volt Spannung. Das Spannende an diesem Ganzen ist, wir haben ein kleines Gerät. Sie sehen hier das 4,6 Kilowatt Gerät, es ist sehr klein und es ist sehr handlich. Es wiegt knapp unter 11 Kilogramm, also eine Person kann es ganz gut handhaben. Das war einer der Highlights. Es ist, soweit ich weiß, immer noch das kleinste einphasige Hybridgerät auf dem Markt. Und es funktioniert direkt mit einer Wi-Fi-Verständigung, mit einer Wi-Fi-Kommunikation, direkt mit einer App auf dem Handy. Und das ist gerade für den Hausbereich sehr interessant, weil die meisten Hausbesitzer sind nicht unbedingt technologieaffine Menschen. Müssen es ja auch nicht sein. Wir sind alle hier und wir interessieren uns für diese ganze Solarenergie und wir sind mehr oder weniger technikaffin. Aber der normale Hausbesitzer, manche ja, manche eben nicht. Aber jeder kennt ein Handy, jeder hat inzwischen ein Smartphone. Und dementsprechend war es für Huawei wichtig, die Lösung mit dem Smartphone zu integrieren, weil das ein Mittel ist, was allen schon bekannt ist mittlerweile. Vor allem jungen Leuten, also wenn ich meinen Sohn ansehe in seiner Klasse, mein Sohn ist jetzt gerade 16 geworden, bei ihnen in der Schule haben sie alle ein Smartphone. Das ist für die, wie ich glaube, die können nicht mehr so im Füller schreiben wie wir, die nehmen ein Smartphone, ja, und WhatsAppen. Und das mit einer Geschwindigkeit, wo ich manchmal nicht so schnell hinschauen kann. Naja, das ist der Grund, warum diese ganze Digitalisierung auch auf der Wechselrichterebene jetzt gerade stattfindet. Huawei als ICT-führende Company hat das sehr früh erkannt und hat sich da auch mit beschäftigt, die ganze Wechselrichterpalette jetzt digital zu integrieren in diese ganze Internet of Things-Welt. Eine weitere Eigenschaft dieser Wechselrichter ist, dass alles in einem ein Managementsystem ist. Klar, sobald wir die App haben, haben wir die Möglichkeit, bequem auf unserem Display irgendwelche Befehle zu geben, aber auch irgendwelche Strategien zu organisieren. Wir haben jetzt einen Speicher, wir haben eine Energiequelle, das sind die Module, und wir haben ein Netz und wir können entscheiden, möchten wir jetzt die überbleibende Energie erstmal vorrangig in unsere Batterie reinspeichern oder wollen wir ins Netz? Oder bei welchem Entladezustand müssen wir vorrangig die Batterie laden? Egal, man kann unterschiedliche Betriebsstrategien einstellen und parametrieren, sodass man eben das Ziel erreicht, was man sich erwünscht. Um natürlich zu wissen, wie viel Energie gerade in das Netz eingespeist wird, kommuniziert der Wechselrichter mit einem Powermeter, mit einem Strommessgerät. Hier ist dargestellt ein einphasiger. In Deutschland sind normalerweise die Hausschlüsse auch schon dreiphasig Drehstrom. Also wäre das dieser Powermeter. Ja, der steht hier neben dem dreiphasigen Produkt, zu dem kommen wir nachher wieder zurück. Oben auf dem Dach sind die Module. Und die Module, die generieren die Energie. Aber wie man zum Beispiel da auf dem Bild sehen kann, die Dächer sind manchmal nicht optimal ausgerichtet. Die können Schatten haben, Teilverschattungen. Dafür hat Huawei eine Lösung aufgebaut, das sind diese Optimizer. Das ist eine sehr spannende Lösung, das ist schon die zweite Generation. Diese Optimierer, die können an die Module gekoppelt werden
um eben auch in Situationen von Teilverschattung oder von nicht optimaler Auslegung oder von nicht optimalen Match mit den anderen Modulen im String, zum Beispiel, ich habe eine Anlage saniert und habe jetzt neue Module dazu gekauft, die sind nicht leistungsgleich, also muss ich das Ganze anpassen. Dafür sind diese neuen Optimierer da, die aber auch eine sehr spannende Zusatzfunktion haben. Und zwar, sobald die Optimierer an das Modul gekoppelt worden sind, hat das Modul automatisch 0 Volt Spannung und ist dementsprechend ungefährlich in der Handhabung und auch während der ganzen Installation. Das Modul fängt erst dann an zu produzieren, wenn die ganze Verkabelung mit dem Wechselrichter stattgefunden hat und der Wechselrichter auch in Betrieb genommen wurde. Wenn der Wechselrichter arbeitet, dann arbeiten Module. Sobald der Wechselrichter, zum Beispiel Netzausfall, nicht mehr arbeitet, haben alle Module automatisch 0 Volt. Und das ist eine sehr interessante Eigenschaft, weil es natürlich viele Risiken, Sicherheitsrisiken vom Tisch räumt. Just in case hat man aber auch noch zusätzlich die sogenannte Safety Box. Die kann auch mit diesen ganzen Optimierern kommunizieren, kann also dementsprechend auf Modulebene Daten aufnehmen und in der App darstellen. Kann aber auch etwas ganz Interessantes, sollte das Netz da sein, aber ich weiß nicht, mein Sohn ist gerade aufs Dach gehüpft, ja, dann habe ich hier einen Schalter und wenn ich den betätige, dann werden auch sämtliche Module auf 0 Volt gestellt. Ja, zusätzlicher Sicherheitsfaktor. Das ist, was der einphasige Hybridwechselrichter kann. Die Weiterentwicklung, die natürliche, ist natürlich der dreiphasige Wechselrichter. Der kann auch mit diesen ganzen Elementen arbeiten, mit diesen Optimizern. Der braucht die externe Safety Box nicht mehr, die ist schon da drin. Und dieser hat auch noch zusätzlich andere Funktionen, wie zum Beispiel einen Smart Dongle, also ein Kommunikationselement, was nicht nur unbedingt Wi-Fi ist, sondern wie dieses konkrete hier auch ein, ich werde es mal versuchen aufzumachen, dann kann man es vielleicht sehen. Das ist ein 4G-Modul und hier hat man den SIM-Karten-Einschub, ja, also den Slot für eine SIM-Karte. Standardmäßig kommen die Wechselrichter mit einem Wi-Fi-Dongle, aber man kann den optional haben, wenn man also nicht über sein eigenes Hausnetz, aus welchen Gründen auch immer, kommunizieren möchte, sondern einen separaten Kommunikationskanal haben will. Diese Wechselrichter kommunizieren auch mit den dreiphasigen Leistungssensoren und mit den Optimierern. Und das machen sie direkt, die brauchen keine Safety Box mehr. Über die App kann man die genauso parametrieren. Ein zusätzliches Highlight jetzt bei diesen neuen ist, dass sie auch eine spezielle Software haben, die die Entstehung von Lichtbögen auf der DC-Seite erkennen kann. Das ist eine zusätzliche Sicherheitsmaßnahme, die es eben erlaubt, dass der Wechselrichter solche Situationen erkennen kann. Das ist mit einem KI-Hintergrund, also mit richtig künstlicher Intelligenz, die bestimmte Muster entdeckt in dem DC. Ist eigentlich Frequenzmessungen in einem bestimmten Frequenzbereich. Und wenn dieses Muster erscheint, dann wird der Wechselrichter abgestellt. Und sobald der Wechselrichter abgestellt wird, werden natürlich die Optimierer die ganzen Module auf 0 Volt stellen. Ja? Natürlich funktioniert das nur in einem Umfeld, wo sämtliche Module auch einen Optimierer haben. Das ist nicht zwingend erforderlich. Also man kann auch eine Anlage gestalten ohne Optimierer oder mit nur manchen Modulen mit Optimierern, und zwar genau die, die im Schatten sind. Ja, das kann man vielleicht so aus wirtschaftlichen Gründen gestalten. Tatsache ist, wenn man diese Funktion haben möchte, dass die Module alle auf 0 Volt gehen, dann müssen natürlich sämtliche Module mit Optimierern versehen werden. So. Schnittstelle E-Mobilität wäre. Und da hinten kam noch der Vorschlag Steuerung. Nein, also Schnittstellen für die E-Mobilität, die sind noch in Bearbeitung. Das ist noch eine Sache, die noch weiterentwickelt wird. Da wird es voraussichtlich nächstes Jahr sehr spannende Neuigkeiten geben. Und zwar so gegen Q1. Aber im Moment ist man noch nicht so weit, dass man dann irgendwie etwas öffentlich darstellen kann. Ja? Gibt es Fragen? Ist das soweit klar oder haben Sie noch eine Frage? Ja, können Sie das besser präsentieren, wie die Steuerung und die Bedienung Ihrer Hintergrundsoftware aussieht? Oder läuft das alles autark? Ah, okay. Ja, das ist jetzt ein wichtiges Element. Jetzt können wir weitermachen. Das ist ein wichtiges Element. Beide Wechselrichterfamilien, also die einphasigen und dreiphasigen Hybridwechselrichter, die fungieren zusammen mit einem Webportal, mit einer Cloud-Server-Software. Diese Cloud-Server-Software, die heißt Fusion Solar.
Und die wurde von Huawei speziell für diese Hybridwechselrichter entwickelt. Sobald der Wechselrichter richtig eingestellt ist, kann er mit dem Internet kommunizieren und wird sich in dem Fusion Solar erstmal registrieren in der Form von Hallo, ich bin hier. Aber solange jetzt nicht der Anwender, der Nutzer, sich nicht auch registriert, wird natürlich der Wechselrichter nicht einem Benutzer zugeordnet. Ja, also diese Anlage muss man auch als Anlage registrieren mit Namen und Nachnamen. Ja, allein schon aus Datenschutzgründen, aus Sicherheitsgründen muss das so passieren. Auf diesem Portal selbst hat man nachher auch die gleiche Kontrolle, die man auf der App hat. Nur mit der App kann man natürlich mit dem Wechselrichter nur kommunizieren, wenn man in der unmittelbaren Nähe ist, weil man ganz nah ist, weil das Wi-Fi von dem Wechselrichter eben nicht so weit reicht. Über das Portal kann man auf seiner Kreuzfahrt in Australien sein und man kann auf seinen eigenen Hauswechselrichter zugreifen. Man kann ihn umstellen. Man kann sagen, ich habe vergessen, dass seine Priorität die Batterielade sein soll, aber jetzt bin ich auf der Kreuzfahrt, die Batterie wird eh voll sein, also stelle ich das ab oder sonst was. Das kann man nachher auf dem Portal machen. Das ist der Sinn von einem Cloud-Server, dass er von überall aus zugänglich ist. Und das ist der große Unterschied zu der App. Die App kommuniziert nur mit dem Wechselrichter, wenn man in unmittelbarer Nähe ist. Eine sehr spannende neue Feature von dem dreiphasigen Wechselrichter, die kann man hier erkennen. Können Sie mir bitte folgen? Huawei setzt auch den Fokus auf die schnelle Inbetriebnahme der Sachen. Und hier zum Beispiel sehen wir etwas ganz Lustiges. Das ist ein Blatt, was mit den dreiphasigen Wechselrichtern mitgeliefert wird. Und die App, die mit dem Wechselrichter kommuniziert, die kann dieses Blatt erkennen. Was ist dieses Blatt? Dieses Blatt stellt dar die Module, die wir auf dem Dach haben. Und hier hat man draufgeklebt die Stickers, die auf den Optimierern sind. Die werden auch mitgeliefert. Das bedeutet für die KI von der App, bedeutet das, das ist mein Dach. Und das hier sind die Seriennummern von den Optimierern, die an den jeweiligen Modulen dran sind. Ich muss also nicht mühselig eine Skizze machen in der App, sondern ich mache nur ein Foto von diesem Blatt, von diesem Formblatt mit diesen Stickers drauf. Die KI erkennt sofort, wo die Optimierer sind auf dem Dach und ordnet die richtig den Modulen zu und zeigt das dann in der App da. Das ist eine schnelle Inbetriebnahme. Normalerweise braucht man für sowas als Installateur, um das Ganze per Hand zu machen, die ganzen Zuordnungen zu machen von typischerweise 20, 30, 40 Modulen auf einen Optimierer. Das braucht eine ganze Weile. Das ist eine Sache von, sagen wir mal, einer Minute. Ähnlich dazu hat Huawei einen speziellen AC-Stecker entwickelt und der ist auch für eine schnelle Inbetriebnahme gedacht. Der braucht keinen Schraubenzieher, kein gar nichts. Ich werde mal zeigen hier, also hier können Sie es erkennen. Man kann einfach nur das hochmachen, dann kann man den Stecker rausziehen. In dem Stecker selbst sind nach dem gleichen Prinzip Buchsen, wo man die Kabel direkt reinsteckt und eben auch genauso ein Druckelement runtersteckt. Also man braucht nur die Finger dafür, man braucht kein Werkzeug, um das Ganze zu verbinden. Das Ganze hält hier ganz feste am Platz, das wird verankert mit dieser Verankerung. Hintergrund ist der, das soll sich intern nicht bewegen, damit, wenn die Kontakte schon mal drin sind, die am Platz bleiben und intern keine Lichtbögen generiert werden können. Weil ein leicht verrutschter AC-Stecker kann dann nachher intern Lichtbögen erzeugen und das führt zu Bränden. Ja? Und nein, das ist AC-seitig auch. Ja? DC-seitig haben wir ja die Modulstecker und die sind ja schon safe. Ja? Die stecken schon richtig drin. Das ist übrigens auch eine Eigenschaft von Huawei. Huawei benutzt Amphenol-Stecker. Manche Leute verwechseln die. Das sind nicht die Multikontaktstecker von Stäubli Group. Nichts gegen die, das ist ein fantastisches Produkt, nur Huawei hat sich eben für Amphenol entschieden und da muss ich gerade etwas sehr Wichtiges erwähnen. Die Amphenol-Stecker sind nicht kompatibel mit Multikontakt. Die Multikontakt-Stecker passen zwar da rein, aber sie haben unterschiedliche Eigenschaften und das bedeutet, dass es auch da intern zu einer Überhitzung führen kann. Ja, man soll es also nicht untereinander austauschen. So, ich glaube, wir sind eigentlich durch. Ja, lieben, vielen Dank. Ja, Dankeschön. Danke Ihnen. Wir müssen leider wirklich zum Ende kommen, weil wir schon eigentlich beim nächsten sein müssen. Wenn noch Fragen sind, Sie sind ja den ganzen Tag hier, dann können die Herrschaften im Zweifel später nochmal wiederkommen und sich noch weiter beraten lassen.